Hallo miteinander zu einer weiteren Folge vom Sims 3 Let's Play. Ja, Erin ist ja da immer noch ihre Resten am auffuttern, während der Changieri noch am Schlafen ist. Erin muss ja dann auch schon wieder zeitig arbeiten gehen. Aufs Klo müsste sie dann auch noch gehen, bevor sie arbeiten. Wobei, ich glaube, Falkmanns Kunde ist um 6, das heisst, sie hat dann noch einiges Zeit. Vielleicht könnten sie dann da sogar noch ein bisschen aufräumen. Nachdem sie auf dem Klo war. Sauber scheint noch fast alles zu sein, außer das Klo. Und Dusche. Oh, jetzt geht sie tatsächlich die Teller einzeln abräumen. Weil es unterschiedliche Teller sind, sehr wahrscheinlich. Und der Changieri ist immer noch am Träumen, der schläft noch einige Zeit. Der muss dann auch mal duschen gehen, sobald er wieder aufsteht. Eben sein Hygienewert hat dann wirklich ganz bedenkliche Zustände erreicht. Ja, das WC sieht auch nicht wirklich ganz schön appetitlich aus. Aber dafür ist ja jetzt Erin da, die macht jetzt das da am Montagmorgen um 20:05 Uhr. Einfach mal das WC putzen. Für alle die, die sagen, am Montagmorgen sei scheiße, die haben noch nie, wie Erin gerade am Montagmorgen das WC putzt. Oder Dusche. Wie eigentlich könnte sie nachher auch fast noch selber duschen gehen. Wobei, jetzt kommt schon die Fahrgemeinschaft. Das wird sich mit der Zeit her nicht lange. Hat sie gescheiter gehen. Ja, noch schnell die Hände waschen und dann gehen arbeiten. Zum Hygiene. Ah, Zähne putzen tut sie. Zum Hygiene auch wieder ein bisschen korrigieren, bevor die Fahrgemeinschaft kommt. Was jetzt der Fall ist, und ja, der Changieri, der ist schon am Dampfen. Man stelle sich einmal vor, die Menschen würden wirklich so dampfen, wenn sie am Stinken sind. Gibt denn zum Teil noch, ja, nicht unbedingt lustige Szenen, aber wäre auch noch interessant zum Anschauen. Würden dann vermutlich auch einige Leute sich noch ein bisschen mehr auf ihre Hygiene achten. Brot mit Marmelade. Oh, wir haben schon wieder Äpfel am Baum. Dem schönen Baum, der so schön ins Gebäude hineinwächst. Die restlichen Pflanzen wachsen langsam auch. Und dann geht wieder mal malen, so wie es aussieht. Was malt er denn schönes? Lassen wir uns mal überraschen, was er... Oh ja, Gitarre spielt oder auch noch ein bisschen. Während Erin am Schaffen ist. Ist er das erste Mal fein zum Morgen? Ja, ich meine, wenn man frei hat, kann man schon auch mal am Morgen um 7 Uhr schon nach der Dusche schon fröhlich am Morgenessen sein. Man passt sich natürlich auch den Mitbewohnern ein bisschen an. Mit der Zeit. Aber er ist ein bisschen ein liederlicher geworden. Früher haben wir es immer noch selber aufgeräumt, jetzt lässt er einfach mal den Teller stehen. Nimmt es da nicht mehr so streng, seit Erin da bei ihm wohnt. Und wir lassen die Zeit wieder ein bisschen schneller laufen, während er da malt und der Fisch dreht seine Kreise. Ja, das gibt ein umfangreiches Bild, das geht ein bisschen länger, bis das gemalt ist. Aber was gibt das? Wir sehen bisher einfach mal ein paar... Ja, jetzt sehen wir schon ein Männchen irgendwas wie.
als wütendes Männli. Und er ist im Maler Level 1 Stufe gestiegen. Ist jetzt mittlerweile dort auch schon auf Stufe 8, also das heißt auch dort ist er schon bald zu oberst, ja, das schneller Lerner. Das macht sich wirklich extremstens bezahlt. Ja, jetzt aus. Aufgrund ihres angeborenen logischen Verstandes und ihrer beeindruckenden Fitness wurde Erin dem Polizeichef als künftige Mitarbeiterin bei der Verbrechensbekämpfung empfohlen. Der Polizeichef bietet ihr einen Posten als Hauptkommissarin Job Level 5 in der Gesetzeshüterkarriere an. Soll Erin ihre derzeitige Position als Flügelfrau Job Level 6 aufgeben? Hm, also sie kann die ganze Dinge wie ihren Job wechseln, jetzt könnte sie zur Polizei gehen. Polizei oder Militär, hm. Sie wird aber dann ein Level runterfallen. Ja, ich glaube, wir bleiben, beim jetzigen Job. Ja, wir bleiben beim jetzigen Job. Und der Changieri hat jetzt so sein Mal unterbrochen, weil er dringend aufs Klo hat müssen und jetzt spielt er eine Runde Gitarre. Wie lange geht das da noch, bis der Balken voll ist? Man erkennt es relativ ungenau. Weiß nicht so recht, ist jetzt das schon fast voll oder fehlt da doch noch einiges? Ja, irgendwie fehlt schon noch. Ein Viertel fehlt noch. Könnte aber durchaus klappen. Wenn man da noch so über den Nachmittag verteilt weiterspielt. Könnte es schon passieren, dass er da seine Gitarrenfähigkeit perfektioniert. Erin kommt heim. Erin hat fertig geschafft. Die muss ja noch ihre Sportlichkeit muss sie noch ein bisschen aufwerten denn für den Job. Aber als erstes sollte sie dann glaube ich daheim einmal duschen gehen. Ich glaube der Wert ist nicht mehr so im idealen Bereich. Und daher sie auch gerne Sport macht, wird ihr ja Sport machen ja auch Spass machen, nehme ich an. Das heisst, unsere beiden da benutzen da jetzt einmal die Möglichkeit, um da jetzt vielleicht im Job wieder ein bisschen aufsteigen. Wieder ein bisschen... Ja, aufwärts. Also der Changieri hat ja schon seine Kochfähigkeit perfektioniert. Jetzt ist er kurz davor, um mal seine Gitarrenfähigkeit perfektionieren. Viel fehlt sicher nicht mehr. Auch Charisma ist schon extrem hoch. Das Malen ist schon sehr hoch. Gartenarbeiten noch nicht, aber Angeln ist er auch schon Level 5. Also, er ist jetzt einmal fischen und hat schon Level 5. Also das ist ja unglaublich. Ja, die Logik, die ist noch nicht so. Hier könnte man vielleicht einmal ein Schachbrett vielleicht zu, vielleicht sogar für draußen noch im Gartenbereich, je nachdem. Draußen kochen sicher nicht. Da ist das Schachbrett, da gibt es nämlich eins für draußen. Jawohl. Und für welches Design entscheiden wir uns da? Fürs Erste. Dann kommt das jetzt da irgendwo im Gartenbereich her, dann hat er noch zwei Stühle. Links und rechts davon. Und schon ist der Schachbereich im Garten auch eingerichtet, damit er dann dort noch ein bisschen die Logik trainieren kann. Nachdem könnte man sich vielleicht sogar noch überlegen, ob man da nicht möchte vom Hobbyraum aus noch die Tür nach draußen machen. Im Gartenbereich wäre vielleicht auch eine Option.
Muss man einfach dort aber noch umpflanzen, aber das sind sicher zu einer späteren Folge, nicht mehr jetzt in der da. In der da widmen sich die zwei jetzt auch wirklich einmal da ihrem Haupt, ja, sag jetzt mal Hauptziel, was sie haben. Und der Giangieri muss ans Telefon gehen, weil, ich glaube, der Landgraf liegt da. Jawohl, Detlef Landgraf, aber nein, wir haben jetzt keine Zeit zum Reden, wir müssen weiter Gitarre spielen. In der Hoffnung, dass das noch... Nein, jetzt geht er wieder am PC, das sollte er natürlich nicht. Oh, er hockt ab und stellt fest, ah nein, ich will ja eigentlich gar nicht am PC. Ich will weiter Gitarre spielen. Geht extra aus Rücksicht von der Erin in einen anderen Raum üben. Und er hat es perfektioniert. Er hat es tatsächlich geschafft, Montag Nachmittag, kurz vor der Vieri. Er hat seine Gitarrenfähigkeit perfektioniert. Besser Gitarre lernen, als er es gemacht hat, kann man nicht mehr. Das heisst, er kann jetzt auch aufhören damit. Und jetzt geht er wieder malen, nachdem er da ein weiteres Lebensziel hat. Jetzt können wir dann fast schon wieder mal bei den Lebenszeitbelohnungen hineinschauen. Vom Giangieri, weil jetzt hat er wieder, noch wieder 7500 Punkte drauf gekriegt. 37.000 hat er jetzt, ja, da können wir dann sicher mal irgendetwas anschaffen. Schneller Lerner. Wobei, ich weiß so gar nicht, hat man da mehrere, wo man nachher drin haben kann, oder kann man nur eins jeweils aktiv haben? Also rein vom Platz her gesehen würde ich sagen, sind sicher mehrere. Die Kollegin meint auch, es seien die mehrere. Also werden es wohl mehrere sein. Wie schon gesagt, was ich schon mehrfach erwähnt, ich habe noch nicht allzu viel Sims 3 gespielt. Ich habe noch nicht allzu viel drin gemacht. Ja, wenn wir dann dort vielleicht eben wirklich noch Türen rausmachen, dann müssen wir dann einfach da schauen, dass wir das Fenster noch verschieben dort auf der anderen Wand dort neben dem Laufband. Also vielleicht ein bisschen näher in Richtung Laufband schieben und dann dort noch Türen. Ja, wird sicher irgendwie gehen, aber eben wie gesagt, das alles zu einer späteren Folge. Währenddem er da malt und siegt wieder ein Athletikpunkt dazu gewonnen hat. Und bei ihm schellt schon wieder das Telefon und sie müffelt ein bisschen. Sie würde jetzt gescheit duschen gehen, anstatt lesen, wenn sie so müffelt. Geheime Methode für Giangieri Valère. Cornelia Grusel hat gehört, dass ein chinesischer Trainer eine geheime Methode anwendet, die er vielleicht auch Ausländern beibringen würde. Das könnte deinen Athletikfähigkeiten gut tun. Reise nach China, gar nicht weiterlesen, nach China reisen wir nicht nochmal. Zumindest nicht jetzt, irgendwann später, dann vielleicht nochmal schon. Aber jetzt sicher nicht. Giangieri da kurz vor der Vollendung von seinem neuesten Meisterwerk da unterbrochen und Erin geht duschen. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle ist dann eigentlich auch schon wieder Zeit für einen kleinen Cut. Währenddem er da noch malen ist, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin, tschüss miteinander.